Also das muss man schon sagen, wenn man 2011 das Jobcenter anschaut und heute, da hat sich wahnsinnig viel verändert. Also wenn ein Mensch seine Haltung nicht verändert, dann verändert sich in seinem Leben nicht recht viel. Wenn ein Mensch seine Haltung verändert, dann verändert sich alles. Dass wir den Mut hatten, diesen Weg zu gehen. Und es macht mich auch stolz, darstellen zu können, dass das Jobcenter einfach anders ist. Wir produzieren Perspektiven für Menschen. Und diese Perspektiven, die funktionieren nur, wenn wir engagiert sind und wenn wir an das, was wir tun, glauben und dabei Spaß empfinden. Ich bin damals angekommen und habe eine unfassbar gute Stimmung vorgefunden. Das finde ich interessant. Und mein Arbeitgeber macht sich Gedanken, wie es mir in der Arbeit mit Zufriedenheit und Glück geht. Und das fand ich eine wahnsinnig interessante und erstaunliche Sache. Ja, für mich hat sich erstmal was persönlich verändert, weil ich wie jeder andere von uns ja auch in dem Ausbildungsprogramm war. Und es war mir auch ganz wichtig, bei mir selber anzufangen und nicht einfach nur so von der Führungsebene aus das Ganze zu betrachten. Und ich zum Beispiel auch zu Hause gemerkt habe, ich kann das nicht nur in meiner Arbeitsoberfläche anwenden, sondern ich kann das letzten Endes auch für mich selber anwenden. Und das war so für mich eigentlich so der Schlüsselmoment. Man arbeitet wirklich an sich selber. Die einzelnen Module sind so unterschiedlich aufgebaut, dass man sich aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auch betrachtet. Und das bestätigt uns alle ja, dass das nichts mit einer Branche zu tun hat, dass das nichts mit einer Unternehmensgröße zu tun hat, sondern mit einer Entschiedenheit von Leuten. Und insofern Glückwunsch an euch. Der Abend, der war heute echt sehr inspirierend für mich. Ich habe so viel Begeisterung heute in Gesichtern drin gesehen. Und ja, ich spüre ganz viel Begeisterung, die von uns auch übergesprungen ist. Und ich glaube, es ist auch schön, dass wir zeigen können als Jobcenter, ja, dass wir eben nicht die Behörde sind, sondern dass es bei uns wirklich um die Menschen geht. Und im besten Falle weiß man auch gar nicht mehr, dass ich das da gelernt habe bei Corporate Happiness, sondern es ist schon übergegangen in mich und ich mache es automatisch. Und diesen Effekt, den habe ich gespürt und das ist genau der Mehrwert. Das ist wirklich eine Bereicherung für jeden persönlich.